So, servus zusammen. Viele haben gefragt und kommentiert, Mensch Jimmy, was ist mit deinem roten Porsche? Hat er jetzt die 1200 PS oder nicht? So, jetzt kommen wir zur Auflösung. Nein, hat er nicht. Ja, ich mache heute für euch ein Video mit meinem roten 991.1 Turbo S. Der steht hier. Ja. Wie ihr seht, sieht alles Serie aus. Der Auspuff ist Serie, ja, weil ihr kennt meinen alten Auspuff. Wenn du da reingeguckt hast, da hast du ja die Turbine von hinten gesehen, weil natürlich gerade Rohre rausgegangen sind. Ich bin ja die ganze Zeit mit dem Auto gefahren, so um die 900, 920 PS. Hatte eigentlich so mit Abstand den schnellsten Porsche Turbo mit VTG Turbolader. Und Plan war ja, die 1200 PS zu machen mit Hubraumerweiterung und allem. Ich erzähle euch aber dazu mehr auf der Probefahrt Richtung Tankstelle. Ja, da zeige ich euch mal, was genau gelaufen ist, was passiert ist. Heute mache ich für euch auf jeden Fall eine Stufe 1. Das heißt nur Software. Ich programmiere die Motorelektronik, ich programmiere das Getriebesteuergerät. Warum Getriebesteuergerät? Ich mache die Schaltdrehzahlen ein bisschen. Und was ich mir reinprogrammiere ist, im Sport Plus Modus schaltet der ja nur bis zum 6. Gang. Du kannst ja dann nicht in den 7. schalten im Sport Plus Modus. Und ich werde das so programmieren, dass ich selbst im Sport-Plus-Modus auch in den 7. Gang schalten kann. Wie ihr seht, wunderschönes Auto. Mir gefällt er immer noch, haben jetzt mittlerweile 4 Jahre. Das Auto hat echt erst 15.000 Kilometer. Ja. Also die Karosserie hat 15.000. Jetzt ist momentan der zweite Motor drin, also der zweite gebrauchte, gekaufte wieder drin. Ja. Warum das so ist, hört ihr auch nachher. Und wir machen heute mit Pipo zusammen die Stufe 1, gucken mal, was da rauskommt. Wir machen die Messungen 0, 100, 100, 200. Wir gehen Topspeed testen dann nach der Optimierung und dann schauen wir mal. Seid gespannt. So Kinas, wir sind jetzt im Porsche 991.1 Turbo S drin. Topspeed, bin ich gespannt. Je nachdem, ob viel Verkehr ist oder nicht. Schauen wir mal, bis wohin wir kommen. Aber vorher gehen wir erstmal den guten Sprit tanken. Hier bei uns gibt es den Aral 102er, der ist 25 Kilometer von mir weg und da gehen wir jetzt mal kurz hin, tanken wir was und dann gehen wir mal aufs Bahn. Was ich euch noch erzählen wollte, ja, gerade zum Porsche, warum ihr euch fragt, dass da jetzt Stufe 1 drin ist, das hat folgenden Grund. Wie ihr wisst, war mein Auto sowieso das schnellste VTG-Auto als Turbo S.1 auf den ganzen Events und ich hatte ja vor, 1200 PS zu machen. Ich bin immer gefahren mit 950, 960 habe ich gehabt, mit Originalmotor, Originalgetriebe. Und dann kam einer zu mir und gesagt, hey, komm, ich habe da jemand, die sind voll gut, die sind Porsche voll gut und die machen dir Hubraum, GT3RS, Kurbelwelle, also alles, was dazugehört. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir, kein Problem. Dann habe ich denen das Auto gebracht, ja, ich nenne jetzt hier keinen Namen. Auf jeden Fall stand das Auto dann ein halbes Jahr bei denen. Die haben mir den kompletten Motor zerlegt, das ganze Auto zerlegt. Und nach einem halben Jahr haben sie angerufen und haben gesagt, hey Jimmy, hol bitte alles ab, wir müssen Insolvenz anmelden. Da habe ich mir gedacht, okay, super. Super, habe ich mir gedacht. So. Ich natürlich das Dotzen-Getriebe schon gekauft. Ja. Die alles zerlegt. Dann habe ich gesagt, okay, fahre ich mal runter, hole alles ab, bevor alles weg ist, bevor der Insolvenzverwalter kommt, weil ihr wisst, die Insolvenzverwalter, das sind die schlimmsten Hunde, ja. Also die kennen ja gar nichts. Also ich habe mal jetzt gesprochen, ihr müsst auch aufpassen, jeder, wo ein Business hat mit einer Einzugsermächtigung, der soll sich dann nicht zu früh freuen, weil selbst wenn er eine Einzugsermächtigung hat und der holt das Geld für die Sache, die er geliefert hat von dem und wenn die Firma insolvenz geht, ist das Erste, was der Insolvenzverwalter macht, 8 Wochen rückwirkend alle Dinge zurückziehen. Ja? Das heißt, das guckt ihr dann dumm aus der Wäsche, wenn ihr euer Geld wieder abgezogen bekommt. Also Insolvenzverwalter, schlimmste Volk, ja? die wollen alles ziehen. Ja? Also Wahnsinn. Auf jeden Fall habe ich dann alles abgeholt, bis auf meinen Blog. Dann habe ich gesagt, du Kollege, wie sieht es denn aus, wo ist denn mein Block? Ihr müsst euch vorstellen, ich bringe das Auto auf Achse hin, fahre dahin mit dem Hänger, Holzauto ab, komplett zerlegt, Motor zerlegt in Anfüllteile, in 10 Kiste drin, Block fehlt. Sage ich, wo ist mein Block? Ja, dein Block ist bei Heilbronn. Sage ich, okay, mein Block ist bei Heilbronn, warum bringe ich dir das Auto 400 Kilometer zu dir,
und mein Blog ist bei Heilbronn. Ja, weil der in Heilbronn das alles macht, sage ich, okay, macht er das Projekt dann weiter mit mir? Weil immerhin ging es ja um 50.000 Euro Umbau. Ja. Und dann sagt er, ja, alles geklärt, kein Problem, dann macht es weiter. Also ich, alles genommen, nach Heilbronn gefahren, da will ich jetzt auch keinen Namen nennen, alles hingebracht. Hat er gesagt, Jimmy, kein Problem, 2 Monate ist alles fertig, machen wir, zack. In der Zeit bin ich nach Abu Dhabi, habe so alle 10 Tage mal angerufen, habe gesagt, du, hör zu, wie sieht's aus, schickst du mal ein Angebot oder schickst du mal eine Rechnung, ich muss ja bezahlen, du musst ja arbeiten an dem Motto, sonst wird er nicht fertig. Ja, kommt. So, dann sind 2 Monate vergangen und Anfang Februar kam dann die E-Mail, also nicht mal Anruf, ja, eine E-Mail. Ja, musst bitte alles abholen, aus betrieblichen Gründen können wir das nicht zu Ende stellen. Dann habe ich gedacht, okay, super, sauber hast du es gemacht. Wie 50.000 Euro ausgeben, 2 Firmen sind nicht in der Lage, ja. Dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, holst alles ab, kaufst dir wieder einen gebrauchten Motor, weil ich ja mal einen Motorplatzer, das heißt, da habe ich jetzt 2 Motoren in das Auto. Jetzt habe ich einen zerlegten Motor, der komplett zerlegt ist und jetzt bin ich so am Überlegen, ob ich mir den noch selber aufbauen soll oder nicht, weil jetzt kommt ja der 992 raus, Turbo S, und vielleicht gehe ich direkt rüber zum 992. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier eine Stufe 1 drin, ja, also wirklich nur Software, Getriebe programmiert, Software programmiert, Luftfilter-Serie, alles Serie. Ich habe gemessen, original 100 auf 200, 6,5 Sekunden. Ja, ist recht schnell, weil die Eingangsmessung auch schon ein bisschen mehr über 560 PS war. Und jetzt mit der Stufe 1 habe ich gemessen 5,4. Ja, 5,4 ist GT2 RS-Wert. Das heißt, das Auto hat irgendwo um die 680 PS mit Sicherheit. Ja. Was ich mir programmiert habe, ist ins PDK. Die, wo so ein Auto haben, die wissen das, dass wenn man Sport Plus fährt, dass das Auto nicht in den 7. Gang schaltet. Ja. So, ich habe mir das jetzt so reinprogrammiert. Schaut mal hier, das ist jetzt hier alles Sport Plus. Ja. Und ich kann trotzdem 6., 7. Gang schalten. Ja. Das sind so Sachen, die man halt beim Getriebe reinprogrammieren kann. Schaltdrehzahl kann man ein bisschen höher machen, brauche ich jetzt bei der Stage 1 nicht machen. Ja, und dann gibt es so einige Sachen, die im Getriebe drin stehen. So, jetzt nun die Frage an euch. Ihr wisst, ich fahre immer Racer 1000, STC 500, die ganzen Events und so. Mein roter Flitzer war ja, sag ich mal, weltweit bekannt. Jetzt kommentiert einfach mal, soll ich den roten aufbauen oder soll ich lieber einen 992 Turbo S nehmen, auch in rot, und den dann aufbauen? Oder wie seht ihr das? Kommentiert mal drunter, auf was ihr Bock habt, und lasst es mich wissen. Also Sound muss ich schon sagen, Pipo, für Serie gigantisch, oder? Ja. Wenn du überlegst, 2015er Baujahr, ja, Turbo S, alles original, original Auspuff, und es hört sich halt einfach so geil an, wenn du da Gas gibst. Und ich meine, wie du siehst, mein Auto habe ich mir so rausgesucht, mit dem wenigsten Gewicht. Ich habe kein Schiebedach, ja. Ich habe die Carbon-Schallensitze drin. Das heißt, ganz selten zu finden überhaupt so ein Auto mit so einer Ausstattung, und wiegt um die 120 Kilo weniger als ein normaler Turbo S. Ja, also ist es nicht schlecht. Und zur Farbe muss ich sagen, wo ich das Auto dann in Mobile gesehen habe, auf den Bildern war das Rot echt hässlich. Dann bin ich da hingefahren und ich muss euch sagen, Porsche in Rot ist einfach für mich das Schönste. Oder was sagt ihr? Welche Farbe würdet ihr denn nehmen, wenn ihr einen Porsche nehmen würdet? Welche Farbe? Schreibt mal drunter. So, Kinders, jetzt mal gescheite Sprit reinlassen. Was man da alles macht, wie lange man fährt, um gescheite Sprit zu tanken, hä? Das gute Ultimate. Der Liter 1,28. Das seht ihr mal. Das Öl kostet momentan gar nichts. Man kriegt sogar Geld, wenn man Öl kauft. Ja, das heißt, du kriegst Öl umsonst und kriegst noch Geld. Und die nehmen hier 1,28 für den Sprit. Also dann wisst ihr, was es ist. Das ist nämlich nur die Steuer für den Angelo. Fester Blitzer in 500 Metern. Habt ihr das gehört? Das kommt im Radio einfach so. Im Radio wird dir gesagt, wo feste Blitzer sind. Was ist denn hier los?
so gut an, gell, Bibo? Brutal. Wahnsinn. Jetzt stellt euch mal vor, das Auto Serie Top Speed 318 GPS. Ja, was Werksangabe ist. Und dann könnt ihr euch noch erinnern an das Cayenne-Video. 321 GPS, gell, Bibo? Ja. Das war doch brutal, oder? Das Radio läuft im Hintergrund weiter. So, Bibo, wir sind auf der Autobahn. Können wir gleich mal beschleunigen, gell? Ja. Get the bag, ice on my wrist, diamonds move a lag. Never switching position, that's what money be in my bag. Gotta thank God for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in it, I got a ball, roll it a wrist, and diamonds are froze. She wanna fuck, but I'm